Wir haben es zurzeit immer noch mit einer Inversionswetterlage zu tun und deswegen ist es so trist. Aber um das Ganze doch ein bisschen positiver zu gestalten, habe ich mal dieses Bild hergenommen. Wenn man oben auf den Bergen steht, dann sieht das toll aus. Man schaut von oben auf dieses Nebelmeer. Von unten ist es allerdings doch eher ein grässlicher Anblick, muss man sagen. Einfach nur trüb und grau. Und ich habe mal die Höchsttemperaturen für den Donnerstag rausgesucht und da sieht man schön diese verkehrte Temperaturwelt. Auf den Bergen oben ist es sonnig und mild, in den Tälern teilweise eben neblig, trüb und auch kalt. Beispielsweise in Breitnau im Südschwarzwald auf 1000 Meter Höhe oder auch Nebelhorn in den Allgäuer Alpen 7 Grad Höchsttemperaturen, vor allem erstaunlich auf dem Nebelhorn in 2000 Meter Höhe, gleichzeitig Ulm und Plattling in Niederbayern leichter Dauerfrost. Minus 1 und minus 2 Grad. Ja, und wenn wir uns die Vormittagskarte für den Donnerstag anschauen, da sehen wir eigentlich schon diesen Nebel des Grauens über weiten Teilen Deutschlands. Vereinzelt fallen ein paar Tröpfchen raus hier im Norden, in Brandenburg. Ansonsten im Süden entlang der Flusstäler, aber ganz verbreitet. Sicher ist eigentlich nur, dass wirklich die höchsten Berge rausgucken. Ansonsten ist es reine Glückssache. Am Nachmittag ändert sich nicht so viel. Es bleibt häufig grau in grau. Die Sonne kommt hier und da durch, aber es ist praktisch unmöglich, das vorherzusagen, wo genau das passieren wird. Im Norden, da haben wir es mit Wolken zu tun und hier und da fällt da auch ein bisschen Regen raus, ist aber von den Mengen her eigentlich gar nicht der Rede wert. Ja, die Temperaturen sind doch verbreitet im eher milden Bereich, zumindest mal im Norden mit 2 bis teilweise 7 Grad. Im Süden ist es vor allem an den Alpen und auf den Bergen mild, hier örtlich bis zu 11 Grad, aber im Nebel, da wabern wir so immer um den Gefrierpunkt herum, mal knapp drüber, mal knapp drunter. Ja, und wirklich viel ändert sich in den Folgetagen nicht. Am Freitag weiterhin eine Mixtur aus Nebel und Sonne im Süden und in der Mitte im Norden noch dichtere Wolken, vereinzelt ein paar Tropfen Regen, Temperaturen wenig geändert.